Ortsplanung regelt, was und wo gebaut werden darf. Diese Vorgaben werden aktualisiert und zeitgemäß angepasst. Es ist wichtig, dass besonders viele Menschen sich im Rahmen der Mitwirkung äußern, um das Gesamtprodukt besser zu machen. Wir wollen das Schwarmwissen der Bevölkerung nutzen, um die Unterlagen nochmal zu überarbeiten in eine Richtung, dass M sich so entwickeln kann, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Im Rahmen der Mitwirkung kann ich niederschwellig überprüfen, ob die Festlegungen für mein Grundstück stimmen, ob die mit meinen Vorstellungen übereinstimmen oder ob ich mir etwas anderes erhofft habe für mein Grundstück. Ich kann auch Wünsche äußern, ohne zu sehr ins Detail gegangen zu sein, was ich gerne hätte auf meinem Grundstück, und wir überprüfen das dann, ob das mit den jetzigen Regelungen schon übereinstimmt oder ob wir noch Anpassungen dahingehend machen müssen. Gerade für diejenigen, die kein Grundeigentum in M besitzen, ist die Mitwirkung der wichtigste Schritt im ganzen Prozess. Jetzt kann ich noch meine Vorstellungen eingeben, ich kann überprüfen, ob die Grundlagen mit meiner Idee von M in Zukunft übereinstimmen. In der Mitwirkung können wir das noch aufnehmen, weil es unabhängig davon ist, ob jemand Grundeigentum hat oder nicht. Es kann sich jeder äußern, dementsprechend ist es besonders wichtig, sich als Nicht-Eigentümerin jetzt zu äußern. Sämtliche Beiträge aus der Mitwirkung werden von uns aufgenommen und ausgewertet. Wir machen Vorschläge, was wir übernehmen können und wo die Unterlagen angepasst werden können. Schlussendlich entscheidet der Gemeinderat, welche Überarbeitungen stattfinden. Parallel zur laufenden Mitwirkung überprüft auch der Kanton, ob unsere Unterlagen mit den übergeordneten Gesetzgebungen übereinstimmen. Der Gemeinderat entscheidet dann, welche Überarbeitungen stattfinden, basierend auf den Mitwirkungsbeiträgen und dem Ergebnis aus der kantonalen Vorprüfung. Danach legt er die Unterlagen dem Einwohnerrat zur ersten Lesung vor. Der Einwohnerrat kann auch nochmal Änderungen vornehmen. Anschließend geht es in die öffentliche Auflage. Alle Details zum Prozess, zum weiteren Verlauf finden sich auch auf unserer Homepage www.qualität-m.ch.